Wölfe greifen an, my lord! Hallo, liebe Zuschauer, ich bin der Baron. Willkommen im Darkest Dungeon. Was ist Darkest Dungeon? Darkest Dungeon ist ein rundenbasierender Dungeon Crawler, der sehr viel Inspiration vom Cthulhu-Mythos übernommen hat. Sehr stark inspiriert wird vom Cthulhu-Mythos, sollte ich lieber sagen. Warum, ja? Und inwiefern sich das auswirkt, werden wir sehen, sobald wir das Spiel beginnen. Wir beginnen gemeinsam einen brandneuen Spielstand, ne? New Game Plus will ich nicht unbedingt haben, denn das ist ein bisschen, das begrenzt uns zeitlich doch etwas stark und ich will mit euch ja alles wunderschöne Aspekte dieses Spiels. Along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Alles klar, der Weg führte uns also zur Hölle. Gott sei Dank sind wir auf halber Strecke hängen geblieben, würde ich sagen. Und damit beginnt auch schon direkt das Tutorial. Ich habe mir gedacht, wir spielen das Tutorial tatsächlich auch mal so kurz durch, einfach nur, damit ich ein bisschen das Spiel und seine Mechaniken selbst vorstellen kann. Denn ich finde, das Spiel braucht eine gewisse Einführung für Leute, die dieses Let's Play hören und vielleicht das Spiel selbst noch nie irgendwie in irgendeiner Form gesehen haben, wo es sich überhaupt damit beschäftigt. Wie ihr anhand der Texte sehen könnt, spielen wir die englische Variante. Das gibt es natürlich auch in deutscher Sprache, abgesehen von dem Erzähler. Der bleibt englischsprachig. Mein Gott, ist dieser Erzähler großartig. Ich würde am liebsten von ihm Kindermärchen vorgelesen bekommen. So. Das Spiel lädt gerade noch einen Augenblick. Das ist so der typische Ladescreen, den wir auch sehen werden, wenn wir jeweils einen Dungeon betreten. Irgendwann hier unten sollte jetzt hoffentlich mal auftauchen, dass wir anfangen können. Ja, es hängt für einen Augenblick. Das ist meistens bei mir ein gutes Zeichen. Ja. Oh, Space oder klicken. Und dann klicken wir auch schon. So, wir beginnen mittendrin in dem Tutorial Dungeon. Dungeons sind tatsächlich nicht einfach nur Höhlen oder irgendwelche Gräber, sondern wir werden auch Wälder, Sümpfe und verlassene Ruinen entdecken. Gucken wir einfach mal unten rechts zuerst auf unsere Minimap. Die Minimap besteht größtenteils besteht eigentlich immer nur aus größeren Vierecken, die die Räume darstellen, und kleinere Vierecke, die die Wege dazwischen repräsentieren. Und so funktioniert im Grunde das Spiel. Die Fackel hier zeigt uns an, wo wir gerade sind. Und wir werden, auch in späteren Dungeons, den Großteil das Layout des Dungeons, wo wir gerade sind, sozusagen jedes Mal sehen können, nur nicht, was sich in den einzelnen Räumen befindet. Wir können immer nur benachbarte und uns verbundene Räume aufsuchen. Wenn wir jetzt also hier draufklicken, verlassen wir den Raum und machen uns auf den Weg zum zweiten. Während wir hier lang gehen, kann auf jedem einzelnen dieser Felder, wenn wir einfach mal ein bisschen bewegen, so zack, etwas Theoretisches passieren. Es können Schätze auftauchen, Gegner und so weiter. Was wichtig ist, während so die Zeit, also während wir in Bewegung sind, während die Zeit verstreicht, verstreicht auch unser Licht. Dieses spielt eine Lichtmechanik. Momentan sind wir bei 94 Lichtstärke von maximalen 100. Wir sehen bereits, es gibt uns einen Doppelplus-Bonus auf das
scouten, das heißt, wir haben eine Chance zu sehen, welche Räume vor uns liegen werden, und eine erhöhte Chance, dass Gegner überrascht werden, wenn es zu einem Kampf kommt. Das heißt, in der ersten Runde werden quasi unser Team als komplett durcharbeiten können, bevor der Gegner überhaupt dran ist. Jetzt habe ich ja schon gerade gesagt, es ist ein rundenbasierendes Dungeon Crawling. Schauen wir mal, ob wir nicht einen Kampf finden können, wo wir uns ein bisschen mit den Kampfmechaniken beschäftigen. Haha! Wie praktisch! Ein Gegner! So, es gibt uns gerade mal die Gelegenheit, uns ein bisschen mit der oberen Hälfte des Bildschirms auseinanderzusetzen. Wir sehen hier, wir haben unsere beiden Männer, Dismiss, den Highwayman, und den anderen Mann, den ich gerade nicht anklicken kann, unseren Crusader. Reynold heißt er, glaube ich. Und Dismiss, dank seiner hohen Geschwindigkeit von 7, hier sehe ich hier unten die jeweiligen Stats der Charaktere, Genauigkeit, Crit, Schaden, Ausweichen, ja, sagen wir mal Verteidigung und Geschwindigkeit. Und hier haben wir die 4 aktuell aktiven Fähigkeiten dieses jeweiligen Abenteurers. Uns fällt direkt auf, wir können nur 2 aktuell benutzen. Und warum, sehen wir, wenn wir über einen dieser Fähigkeiten hängen bleiben. Fähigkeit Open Vein zum Beispiel kann benutzt werden, das sehen wir anhand der 3 hellen gelben Punkte, wenn er in einem der ersten drei Reihen unseres Teams steht. Denn Darkest Dungeon ist sich quasi so ein bisschen selbstbewusst, dass es zweidimensional ist, deswegen laufen alle unsere Helden hintereinander herum. Und solange unser Dismiss erster, zweiter oder dritter in dieser Reihe ist, kann er den Gegner mit seinem Messer die Venen öffnen. Und vor allem kann er dabei auch nur die ersten beiden Reihen des Gegnerteams treffen. Das heißt, es wird in den meisten Fällen ein 4 gegen 4 sein, das wir treffen. Es gibt auch einzelne größere Gegner, die sozusagen 2 Plätze einnehmen. Das heißt, es könnte auch ein 3 gegen 4 sein, ein 2 gegen 4 oder ein 1 gegen 4, falls wir ein richtig großes, böses Ding zu erwischen. Wir sehen hier auch mal so eine typische Auslegung von Fähigkeiten. Wir haben die Genauigkeit der Fähigkeit, den Schadensmodifikator, denn nicht alle Attacken machen den vollen Schaden, den wir hier haben. Und mögliche Zusatzeffekte. In diesem Fall verursacht die Open Vein Attacke einen Bleed-Effekt. Das heißt, der Gegner wird, wenn es erfolgreich ist, und es hat eine Wahrscheinlichkeit von 100%, erfolgreich zu sein, ungeachtet dessen, dass unser Feind hier, der Brigand, eine 20%ige Wahrscheinlichkeit hat, dem zu widerstehen. Das heißt, es verrechnet sich ein bisschen. Und haben wir aber Erfolg, blutet unser Gegner für die nächsten 3 Runden 2 seiner Leben pro Runde aus. Der Vorteil davon ist, er blutet jedes Mal, bevor er dran ist. Das heißt, wir sparen uns unter Umständen hinterher den letzten Schlag und können stattdessen heilen, weil wir wissen, er hat nur noch 2 Leben, wird 2 Punkte Schaden nehmen, er ist raus. Und der Angriff hat auch noch einen zweiten Effekt, er reduziert den Bleed-Widerstand. Bleed Resist unseres Gegners. Das heißt, wenn das angewandt wird, sinkt sein Widerstand auf 0. Und wir werden praktisch immer, wenn wir diese Attacke einsetzen, auch den Bleed-Effekt hervorrufen. Unseren Pistolenschuss zum Beispiel können wir nicht einsetzen, denn wir sind zwar in einer möglichen Position, um ihn einzusetzen, die hintersten 3 Reihen, aber unser Gegner steht ganz vorne, also können wir ihn damit leider nicht treffen. Er muss sozusagen weiter hinten stehen. Und solange er der einzige Gegner ist, kann er auch nicht nach hinten rücken. Er ist immer in erster Position. Also, fangen wir doch einfach mal an und lassen den Mann bluten. So, er nimmt 8 Schaden. Wir sehen direkt, Debuff hat eingesetzt. Wir sehen, wie viele Runden er anhält. Und wir sehen auch den Blutungseffekt. Und da wurde auch unser guter Reynold, der Crusader, blutig geschlagen, sozusagen. Er nimmt jetzt 2 Runden, einen Schaden für die nächsten 2 Runden. Bei unseren Abenteurern halten diese Sachen übrigens auch nach einem Kampf hin an. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Kampf beende, hoffentlich, jawohl. Ja, wir kriegen ja auch nach einem Kampf natürlich Loot, das wir uns holen können. Das landet in unserem Inventar. Jeder Schritt auf einem dieser Felder auf der Minimap repräsentiert sozusagen eine Runde. Das heißt, wenn wir jetzt ein Feld weitergehen, bluten wir auch entsprechend wie nach einer Kampfrunde.
Ah, wir sehen schon auf der Minimap, da ist ein Curio auf der Karte. Das ist so ein Curio, das können verschiedene Objekte sein. In diesem Fall, wir sehen, es ist ein Zelt. Es können Gräber sein, es können dunkle Altäre sein, es könnten auch Muscheln, eiserne Jungfrauen, vergiftete oder verdorbene Leichen, allerlei mögliche Dinge sein, die wir untersuchen können. Wenn wir uns dem ganzen Ding nähern, können wir es jetzt anklicken. Wir können einfach mal da reingreifen. Oder bei anderen, wenn wir in unser Inventar etwas aufgestockter wäre, könnten wir einen Gegenstand, den wir bei uns tragen, darauf anwenden. Wenn wir zum Beispiel ein Grab finden und wir haben eine Schaufel, würde sich vielleicht anbieten, eher mit der Schaufel das Grab auszuheben, als einfach mit den bloßen Händen da drin zu wühlen. Das erhöht dann unsere Wahrscheinlichkeit, etwas Positives aus der ganzen Sache herauszunehmen. Weil wir momentan aber nur ein bisschen Gold und etwas zu essen dabei haben, greifen wir einfach mal in das gute Zelt hinein. Und ja, etwas Positives. Wir finden einige Edelsteine. Die Edelsteine selbst haben einfach nur einen gewissen Goldwert. Und am Ende, sobald wir den Dungeon durchquert haben, werden alle unsere Wertgegenstände 1 zu 1 in hartes Cash umgewandelt. Kriegen wir einfach entsprechend jeweils 52 Gold. Einmal für das Zitrin und einmal für das Jade. Ich habe ja als gerade vorhin gesagt, wir haben auch Essen dabei. Denn dieses Spiel hat auch eine Hungermechanik. In zufälligen Situationen entlang des Weges könnten nun die Abenteurer sagen, hey, wir wollen jetzt was essen. Hat man mindestens ein Essen für jeden dabei, sind sie glücklich. Und sie können weiter marschieren. Hat man aber keins dabei, nehmen sie Schaden und werden, naja, gestresster. Und wir wollen natürlich beides möglichst vermeiden. Da wird natürlich jetzt auch die Frage laut, wie viel Essen sollte man denn mitnehmen und leider ist diese Felder hier alles, was wir an Inventar dabei haben. Sowohl für unser Loot, als auch für das, was wir im Voraus mitnehmen. Das heißt, Inventarmanagement wird eine gewisse heikle Rolle spielen. Vor allem am Anfang des ganzen Spiels. Jetzt sagte ich ja, sie werden gestresst. Wenn wir jetzt nochmal uns unseren Dismiss ansehen, da hat er schon 3 Stresspunkte angesammelt. Und das ist nämlich auch etwas, das dieses Spiel sehr mit dem Cthulhu-Mythos zu tun hat. Der Stress hier repräsentiert sozusagen die geistige Gesundheit unserer Abenteurer. Denn sie treffen ja hier auf blutrünstige Banditen, furchtbare, unmenschliche Kreaturen und so weiter. Sie hören Worte und Laute, die nicht für das menschliche Ohr bestimmt sind. Und das alles lastet ein bisschen auf ihnen. Und so baut sich Stress auf. Erreicht zum Beispiel also ein Abenteurer 100 Stress, dann kann er in einen quasi eine Art Wahnsinn verfallen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise auswirkt. Wenn es soweit ist, und glaubt mir, es wird soweit sein, das ist fast unvermeidbar, werden wir mal sehen, was genau das für Auswirkungen hat. In den meisten Fällen ist es negativ. Es kann aber auch quasi in seltenen Fällen so sein, dass jemand so sehr in Stress verfällt, dass er einen Augenblick der Klarheit erlebt und ihn nichts mehr berührt. Dass er sozusagen ein strahlendes Beispiel für seine Kameraden ist. Das ist ein Grund zum Jubeln immer, aber leider auch eine Seltenheit. Wir können übrigens außerhalb von Kämpfen und auch in Kämpfen unsere Position hier jeweils austauschen. Das natürlich leider das Problem hat, dass wir jedes Mal eine Aktion in der Runde dafür verschwenden. Aber leider haben manche Gegner eben die Fähigkeit, unsere Leute hin und her zu wechseln und dann will man vielleicht doch den Tank vorne stehen haben oder den Sphärenkämpfer weiter hinten. Also, hier haben wir gleich mal den nächsten Raum erreicht. Wir klicken auf die Tür und treten durch. Und, aha. Da sehen wir auch schon, was ich meinte. Ein Gegner, der so groß ist, dass er quasi 2 Felder für sich annimmt. Meistens auch daran zu erkennen, dass er eine längere Lebensleiste haben. Sehen ich ja auch, dass er diese Runde noch nichts getan hat, deswegen hat er noch eine Aktion frei. Also, was machen wir? Da hinten steht ein Mann mit einer Knarre, den mag ich nicht so recht, also denke ich mal, wollen wir uns doch um ihn zuerst kümmern. Also, shot in the face. Okay, Gott sei Dank sind wir ausgewichen. Überraschend für jemanden in schwerer Platte, dass er einen Pistolenschuss ausbricht, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Wir gucken mal, ob wir den Kerl hier gestunt kriegen. Ja, Glück gehabt.
anzumerken, hier ist auch, da wir einen Gegner erfolgreich gestunt haben, bekommt er jetzt für die nächste Runde sagen einen Buff auf seine Stun-Widerstand. Er hat jetzt statt 50 90% Chancen, dem Stun zu widerstehen. Das ist einfach nur dafür gedacht, damit man den Gegner nicht die ganze Zeit im Stun-Lock hält und damit keine Probleme mehr hat. Ja, 7, aber nicht. Natürlich hat er noch ein Leben übrig behalten. Ja, er wurde gedebufft. Minus 2 auf unsere Ausweichwahrscheinlichkeit. Autsch, ja, und da sehen wir auch schon, was ich meinte mit manchmal wird man ein bisschen hin und her geswitcht in seiner Gruppenformation. In dem Fall war einfach der Schuss so übel, da dachte sich unser Crusader, ich brauch grad mal ein Päuschen, das schaffst du schon. Gucken wir mal, ob wir nochmal einen Stun hinbekommen. Ja, natürlich muss er wieder stehen. So, und jetzt an der Stelle gucken wir mal. Ja, ich könnte mich buffen, aber es bringt mir herzlich wenig. Deswegen möchte ich gerade mal mich wieder umstellen, damit ich gleich den Kerl hier zu Ende finishen kann. So, das reicht für den Stun für mich. Machen wir einfach mal den Hau drauf. Autsch! Da baut sich natürlich Stress auf, wenn man sich einfach mal mit so einem Kerl mit einem, ja, neunschwitzige Katze ist es nicht, ich sag mal, multiplen kleinen Morgenstern getroffen wird. Mir fällt gerade nicht ein, wie das nochmal richtig heißt. Also, bang, shot to the face, das Ding ist endlich weg. Ja, die Gegner hinterlassen jetzt auch manchmal Leichen von sich, die man theoretisch auch zerstören kann, um sozusagen Gegner, die weiter hinten in der Reihe stehen, dann um den Platz der Leiche vorrücken zu lassen. Ansonsten bleiben sie halt in den hinteren Reihen. Bei manchen Gegnern, wie zum Beispiel so Armbrustschützen oder diesen Kanonieren, die möchte man eigentlich idealerweise nach vorne ziehen, weil sie dadurch weitaus weniger effektiv werden. So, beenden wir jetzt erstmal diesen Kampf mit dem großen Kerl. Autsch, ja, und da bluten wir auch noch dazu. Also langsam wird es ja auch knapp werden. Guten Reynolds. Mal gucken, ob wir ihn zum Bluten kriegen können. Natürlich widersteht der Mann. Langsam wird's echt tappig. Komm, das ist sehr schön. Und weg ist er. Also, wir kriegen Gold und unser erstes Trinket. Defender Seal. Das ist ja schon mal neu. Dazu kriegen wir zwei Deeds. Deeds sind sogenannte Heirlooms, das heißt so Andenken unserer Familie. Es gibt da diverses Gebilde, es gibt diese Urkunden, es gibt Büsten, und diese brauchen wir, um unsere Basis, die wir gleich sehen werden, auszubauen und zu erweitern. Das Ziel ist ein Trinket. Wir sehen, jeder von unseren Charakteren hat Waffe und Rüstung, die sind für sie immer fix, die können hier lediglich aufgewertet werden, wenn sie in Leveln steigen. Und sie haben zwei freie Slots. Diese sind für Trinkets gedacht. Wir sehen hier, das Defender Steel kann nur ein Crusader tragen, Gott sei Dank ist unser Reynold einer. Plus 5 Protection, ja, minus 1 Crit. Da man eher ein Tank sein sollte, ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir das Ganze mal. So, wir sehen aber direkt, das Ganze wird hier angewendet. Den Rest packen wir einfach in die Tasche. Ja, die Überschrift sagst du schon alles, Completing a Quest. Wenn das Ding aufploppt, haben wir das Missionsziel für diesen Dungeon erreicht. Jetzt können wir einfach direkt zu unserer Basis zurückkehren, oder jetzt in diesem Fall zum ersten Mal überhaupt hingehen. Oder wir können theoretisch im Dungeon bleiben, falls wir noch einige Räume haben, die wir vielleicht erkunden möchten. Oder, ich klicke hier mal drauf, wie in unserem Fall, diese Schatztruhe öffnen wollen, denn sie steht hier einfach so verlockend einfach in der Gegend rum. Gucken wir mal, Bandits Trapped Chest. Ja, Trapped klingt natürlich schon mal nicht gut. Wenn wir wahrscheinlich jetzt drauf, einfach nur dran touchen, wird es bedeuten, dass wir entweder Schaden kriegen oder sonst irgendwas. Gucken wir mal. Ja, sie ist trapped natürlich und ein Blight. Blight ist quasi eine Verätzung. Das ist so die andere Form von Dot, die man in diesem Spiel haben kann. Wir haben aber das Bleed und das Blight. Wobei hier auch jeweilige Blight- oder Bleed-Effekte, die nacheinander auf einen Stil gewirkt werden, können sich auch stapeln. Leider ist jetzt die Truhe sozusagen für uns verloren. Hätten wir vielleicht einen Schlüssel dabei gehabt, hätten wir sie sicher öffnen können. Aber wie gesagt, momentan im Tutorial hat man halt nicht viel Auswahl. Das ist auch ein sehr, sehr kleiner, bescheidener Dungeon. Wir sehen Startraum, Einraum. Es sollte ja auch einfach nur zeigen, wie überhaupt das Bewegen durch den Dungeon funktioniert.
Das Licht hier oben können wir übrigens durch manche Abenteurerfähigkeiten steigern oder eben durch Fackeln, die wir vorher einkaufen. Wir sehen, wir sind schon auf 70 runter, das bedeutet, unsere Charaktere nehmen dann durch die Angriffe erhöhten Stress und erleiden auch so während des Gehens einfach nur Stress zusätzlich. Schließen wir diese Quest jetzt also ab und wir kommen zum Quest-Abschlussbild. Hier kriegen wir einmal unsere Quest-Belohnung nochmal zu sehen, 5000. Und alles, was wir im Inventar haben, wird jetzt einmal in Gold umgerechnet. Plus wir sehen, welche Erbstücke wir aufgesammelt haben. In diesem Fall zweimal eine Urkunde. Als nächstes kommen wir zu, oh ja, der Erfahrung. Beide unsere haben zwei Erfahrungen bekommen und sind jetzt Level 1. Ja, und die Maske hier bedeutet, wir haben einen Quirk für unseren Reynolds erhalten, beziehungsweise er hat einen entwickelt. Gucken wir mal rein. Cove Explorer. 20% Chance, sagen die umgebenden Räume auszukundschaften, wenn wir in der Cove sind. Der Cove ist ein gewisser Bereich von Dungeons, die wir gleich noch sehen werden. So, gehen wir mal zurück zur Stadt. Wir kriegen nochmal, ja, das ist Hamlet, unser wunderhübsches Dörfchen, über das wir sozusagen die Macht haben, das wir wieder aufbauen sollen. Im Hintergrund sehen wir das ehemalige Anwesen. So. Unser Log hier zeigt uns an, was wir in jeder Runde erreicht haben. Eine Woche repräsentiert im Grunde einen Dungeon-Besuch. Und hier sehen wir eine Aufzählung aller Bosse, die man noch so killen kann. Das ist im Grunde Ziel am Ende, das Ganze erreicht zu haben. So, ja, ab und zu geben unsere Abenteurer auch irgendwelche Kommentare von sich. Wir kriegen aber auch Hilfe holen. Ist erstmal egal. So. Das Siegel hier bedeutet jeweils, sie sind aktuell für unsere Gruppe ausgewählt. Das kann man jederzeit rein und rausschieben, wie man möchte. Ach ja, wir hatten ja einen Quirk gehabt. Ne? Gucken wir erstmal noch da drauf. So, Quirks sehen wir hier oben. Was sind Quirks? Quirks sind das, was die jeweiligen Abenteurer einzigartig macht. Denn die Fähigkeiten sind für alle Crusader dieselben, sobald man zumindest ab einem gewissen Punkt, sobald man alle freischalten kann gegen ein bisschen Geld. Die Camping-Skills, die eine Rolle spielen, sobald wir mal in größere Dungeons kommen, wo wir die Option haben, zwischendurch sozusagen zu rasten, hat auch dieselben, genauso wie die Ausrüstungsgegenstände. Den Unterschied machen die Quirks. Was sind die Quirks? Das sind einfach sozusagen Charaktereigenschaften von diesen Abenteurern. Unser guter Reynold hier hat zum Beispiel als positiven Quirk den Warrior of Light. Plus 10% Schaden, wenn das Licht über 75 steht. Nicht schlecht. Und er hat jetzt den Cove Explorer bekommen, wie wir vorhin gesehen haben. Es gibt auch negative Quirks. Das hat unser guter Reynold, er hat God-Fearing. Das bedeutet, in der Stadt, wo wir jetzt hier gerade sind, wenn wir den Stress abbauen wollen, anders als unsere Leben, die automatisch auf 100 gesetzt werden, sobald wir einen Dungeon verlassen, bleibt der Stress erhalten. Also man kann einen Abenteurer nur so oft einfach immer wieder durch die Dungeons schieben, bevor er komplett in den Wahnsinn fällt. Manchmal brauchen sie halt auch mal eine Runde Pause. Und unser guter Reynold, um diesen Stress abzubauen, da er ein gottesfürchtiger Mann ist, ist er nur bereit zu beten, um das zu tun. Wo kann er beten? In der momentan noch geschlossenen Kloster, was natürlich sehr blöd ist. Das heißt, momentan könnten wir für ihn nichts tun, falls er zu viel Stress aufbaut. Und er ist Kleptomane. Das heißt, wenn wir durch den Dungeon gehen und wir treffen auf ein Curio, das aussieht, als ob es etwas Wertvolles enthält, zum Beispiel eine Truhe, oder meinetwegen so eine gläserne, wie bezeichne ich das denn hier, auch ein Tornister, ein Ranzen, vielleicht ein Beutel von irgendeinem vorherigen Abenteurer, der dort leider tragisch verreckt ist. Reynold könnte spontan entscheiden, boah, das sieht so glänzend schön aus, das will ich haben. Aber ist es quasi für uns verloren und wir können ihn auch nicht davon abhalten, einfach nur so einen gierigen Finger danach auszustrecken. Wir können ihm also nicht einmal sagen, ey, pass auf, bevor du in die Truhe da greifst, nimm vielleicht einen Schlüssel, um sie aufzuschließen, bevor du sie brutal aufreißt. Nein, der Mann schaltet quasi auf Durchzug und grapscht einfach nach allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Werden wir häufig genug erleben. Wir sehen auf diesem Charakter
gilt übrigens auch, dass uns das Spiel, abhängig davon, welche vier Skills wir momentan ausgewählt haben, direkt vorschlägt, was die idealste Positionierung in der Gruppe für den jeweiligen Abenteurer ist. Hier, Reynolds sollte am besten am ersten oder zweiten Stelle stehen und seine bevorzugten Ziele sind ebenfalls an erster oder zweiter Stelle beim Gegner. Wir sehen hier auch die Resistenzen, die unsere jeweiligen Leute haben und Krankheiten. Krankheiten sind so ähnlich wie Quirks, nur in der Regel eigentlich fast durchgehend negativ. Bis auf ein, zwei wenige Ausnahmen. Was hat unser Dismus eigentlich in Quirks? Harten Nogging, ne? 15% Stunt-Widerstand. Das ist übrigens hier direkt mit eingerechnet, durch die Gelbe, das Gelbe hervorgehoben. Und er hat Quick Reflexes, plus 2 Geschwindigkeit, sehr schön. Und er ist known to cheat, ja. Eine andere Möglichkeit, Stress abzubauen, ist in der momentan noch geschlossenen Taverne. Das heißt, vielleicht sind, man könnte sich ein gutes Bier heben, man könnte ein bisschen Glücksspiel betreiben, oder die Damen vom horizontalen Gewerbe aufsuchen. Aber da unser Dismus ein bekannter Schummler ist, wird er gerade das Glücksspiel, sobald die Taverne mal geöffnet hat, nicht machen können. Richtig unglücklich wird's, wenn der Mann jetzt die Angewohnheit entwickelt, dass er nur Glücksspielen will, um seinen Stress abzubauen. Das heißt, ja, das ist dann sehr problematisch, aber dafür haben wir dann, sobald es auch geöffnet wurde, unser Sanitarium. Oder Sanatorium auf Deutsch, glaube ich. Wo wir den Leuten auf mit Methoden modernster Medizin, sage ich mal, ihre Charaktereigenschaften wegschleifen können. Sowohl die negativen, als auch, dass wir gewisse positive Eigenschaften in ihnen fest verankern können, sodass sie sie nicht verlieren. Denn die Quirks haben eine Maximalanzahl, ich glaube, sie beträgt 6 oder so. Und sobald diese 6 erreicht sind, werden quasi ältere Quirks durch die neueren einfach ersetzt. Mehr oder weniger random ausgewählt. Aber durch das Sanatorium können wir bis zu 3 Quirks bei den jeweiligen Abenteurern fest als Teil ihrer Persönlichkeit verankern, sodass sie nicht mehr verlieren. Genauso können wir halt auch verschiedene negative Quirks einfach bei ihnen für gutes Geld abbauen lassen. So, wir sehen auch hier, der Mann sollte am besten an zweiter oder dritter Stelle stehen und sein Lieblingsstil ist an zweiter Stelle beim Gegner. Das kommt einfach nur daher, weil das Spiel überprüft, welche Fähigkeiten können welche Ziele treffen und die meisten der Fähigkeiten können halt vor allem die zweite Stelle treffen, eine kann auch die erste und so weiter und so fort. Ich glaube, das Prinzip erklärt sich fast von selbst. Wir sehen hier unten noch unsere gesammelten Heirlooms, unsere Erbstücke. Wir können sie auch nach Lust und Laune miteinander vertauschen. Natürlich hat es einen unglücklichen Preis, aber falls man von einem mehr oder weniger braucht. Sie haben hier bis jetzt offen unsere Memoiren unseres Vorgängers, unseres Ahnen, wo wir einfach die ganzen Audioaufnahmen und so weiter nochmal abspielen können. Den Friedhof, ja. Yeah. Etwas, das ich vielleicht am Anfang vergessen habe zu erwähnen, dieses Spiel ist gnadenlos. Es ist permanent im Autosaven, jeder Schritt ist gespeichert und jeder Tod von jedem Abenteurer ist permanent. Dafür, falls wir unseren guten Reynolds oder Dismas jemals verlieren, haben wir die Stagecoach. Hier finden wir neue Abenteurer, die bereit sind, für uns zu streiten, durch Dungeons zu gehen. Momentan haben wir nur diese beiden hier. Einen Plague Doctor und eine Vestal, eine Priesterin sozusagen. Damit haben wir unsere 4 Gestalten voll. Wir sehen auch, wir haben nur ein Maximum an Leuten, die wir momentan haben können. Wir haben 4 von 9. Und wenn wir jetzt auf die Stagecoach klicken, hier können wir für einige unserer Erbstücke sie ausbauen. Das heißt, das Netzwerk gibt uns zum Beispiel 3 Leute, die pro Runde sich hier neu bei uns einschreiben möchten. Oder die Barackenausbau erhöht die Anzahl an Mitgliedern, die wir haben können. Ich würde mal sagen, wir nehmen beides mal für 1. So dass wir in der nächsten Runde vielleicht eine größere Auswahl haben. Es gibt eine ganze Reihe an Klassen in diesem Spiel und wir werden dann ja sehen, wie die jeweiligen miteinander harmonieren. Der Nomadenwagen ist leider auch noch
geschlossen. Dort können wir dann Trinkets kaufen. Wir haben momentan noch keine zusätzlichen Trinkets zur Verfügung, bis auf das eine, das unser Reynolds dabei hat. So, hier unten sehen wir nochmal unser Geld. Und wenn wir jetzt uns auf den Weg machen wollen, noch ein letzter kurzer Blick hier drauf. Momentan haben wir nur die Ruinen als begehbaren Bereich. Und wir sehen hier direkt, das ist eine Quest. Das ist die einzig verfügbare im Moment. Das ist ein kurzer Dungeon, den wir 90% aller Räume auskundschaften müssen, indem wir sie betreten. Und unsere Belohnung sind 3000 Gold, 4 Wappen und dieses Trinket, der Movestone. Und es ist, eignet sich nur für Level 1, für Level 1 Charaktere, das heißt 0 und Level 1. Denn steigen unsere Helden mit Erfahrung, steigt auch ein bisschen ihr Ego und sie weigern sich so einfach, in niedrig-levelige Dungeons hineinzugehen. Anders wiederum können wir sehr niedrig-levelige Leute in hochlevelige Dungeons schicken. Das führt nur dazu, dass sie massiv Stress aufbauen. Aber es ist möglich. So, bevor wir jetzt mit der dem ersten echten Dungeon anfangen, schieben schon mal unsere Gestalten mal hier rein. Aber das machen wir, glaube ich, dann, also Usual Suspects. Das heißt, wir haben quasi so eine Team-Kombo, der das Spiel einen echten Namen gegeben hat. Das hat keinen wirklichen Vorteil, das ist nur was, ein reiner netter Gag der Macher, dass das so das Standard-Team ist, weil es halt das erste Team ist, deswegen sind es die üblichen Verdächtigen. So, bevor wir uns aber unsere Ausrüstung für den ersten dann kaufen und uns hineinwagen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, diese kurze Einführung hat euch gefallen und ab dem nächsten Mal beginnt dann der wahre Schrecken. So, wir sehen uns. Macht's gut.